Kommen wir zu einem neuen Kapitel, kommen wir zur Wildschleife. Die Vorschleife haben Sie bereits kennengelernt. Es gibt noch eine zweite, nämlich die Wildschleife. Die Wildschleife ist vielleicht etwas allgemeiner, man kann etwas mehr damit machen, aber sie ist auch komplizierter. Nochmal zur Erinnerung, die Vorschleife arbeitet typischerweise auf einer Sequenz, das heißt zum Beispiel auf einer Liste oder einem Tupel oder auf eben einer vorgegebenen Anzahl von Zahlen, Zahlen von 1 bis 100, die man eben leicht über einen Range darstellen kann. Es gibt allerdings auch Situationen, bei der eben unklar ist am Anfang, wie lange etwas laufen soll, weil eben zum Beispiel keine Sequenz vorliegt. Nehmen Sie folgende Beispiele. Sie sollen am Geldautomaten so lange eine PIN eingeben, bis eben die PIN richtig ist. Ja, da können Sie schlecht sagen, machen Sie das 100 Mal. Oder es soll so lange eine Zahl eingegeben werden, bis es tatsächlich eine Zahl ist und kein String, der dann möglicherweise bei einem Integer-Casting das Programm zum Absturz bringt. Für solche Situationen ist die Wildschleife gut geeignet. Gucken wir uns zuerst die Syntax an. Eine Wildschleife beginnt immer mit dem Schlüsselwort while. Danach kommt, genau wie bei einer If-Anweisung, eine Bedingung. Und dann eben im Block, das haben Sie ja kennengelernt, einzelne Anweisungen. Können beliebige viele Anweisungen stehen. Da kann natürlich auch noch ein If drin stehen, eine Vorschleife, eine Wildschleife, das kann beliebig geschachtelt werden. Und ganz am Ende, hinter der While-Schleife, kommt eben eine weitere Anweisung. Dort geht das Programm dann weiter. Wie sieht die Semantik aus? Wenn man in die Schleife hineinläuft, wird die Bedingung kontrolliert. Und wenn die Bedingung wahr ist, dann werden der Reihe nach sämtliche Anweisungen ausgeführt. Ja, man geht zurück zur Bedingung und guckt, ist die eben immer noch wahr? Wenn ja, werden die Anweisungen nochmal ausgeführt und so weiter, bis die Bedingung irgendwann falsch ist. Dann wird der Schleifenkörper übersprungen und man geht zur Anweisung A. Das ist die Wildschleife.